So, das sollte jetzt eigentlich alles funktionieren. Hoffentlich. Jetzt überprüfen wir das, indem du mal guckst auf meinen. Ich glaube, man kann uns sehen. Einmal kurz den Technikcheck. Auf YouTube. Sekunde noch, herzlich willkommen, machen wir gleich noch ganz offiziell. Jetzt erst noch mal kurz. Super, und wer ist dann? Läuft. Super! Hallo und herzlich willkommen zur ersten Live-Verkostung Webweinschule. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben keine Mikros heute, weil wir das eben über Web streamen und da können wir unsere Mikros nicht anschließen, deswegen reden wir ein bisschen lauter. Und außerdem macht die Anja quasi parallel noch so ein bisschen die Chatpflege. Also wir beantworten gerne Fragen zwischendurch, aber da die ganzen Geräte dastehen und wir nicht lesen können, was ihr entsprechend schreibt, hat Anja beides nochmal bei sich auf dem Rechner. Und wir versuchen das dann einfach so. Das kriegen wir hin, glaube ich. Felix, du sprichst normalerweise auch so laut, von daher glaube ich, müssen wir uns von der Lautstärke überhaupt gar nicht großartig verändern. Auch von mir, hallihallo, herzlich willkommen zur Live-Verkostung der Webweinschule. Wir verkosten Ribera del Duero für alle, die das nicht wissen. Und genau, und hoffen, dass ganz viele von euch das auch haben. Und wir fangen mit dem Rosé an, der ich im Kühlschrank war und eisekalt ist. Deswegen habt ihr ein bisschen Zeit. Ich fange schon mal an einzuschenken. Wir brauchen ein bisschen, bis wir das probieren können, ohne dass wir uns die Zunge abfrieren. Insofern kurz zu den Housekeeping Rules sozusagen. Wir haben die Weine gerade eben erst aufgemacht. Ein, zwei Leute hatten uns vorher gefragt, wollen wir die vorher aufmachen? Nö, weil ihr habt ja wahrscheinlich noch den ganzen Sonntagabend Zeit, die Sachen zu verkosten. Und es macht am meisten Spaß, wenn man sie wirklich frisch geöffnet einmal probiert und dann danach im Laufe des Abends einmal guckt, wie sie sich verändern. Und du sagst, wenn irgendjemand sich über die Technik beschwert, dann bis dato beschwert sich niemand und es läuft auf allen Kanälen ziemlich gut. Gut, wir haben logischerweise technische Assistenz und die darf mitprobieren, deswegen wollte ich nur mal kurz und dann geben wir den einmal kurz weiter an unsere Assistenz, die sich dann kurz rausholt. Wir haben uns das so vorgestellt, wir verkosten einfach die sechs Weine, erzählen noch ein bisschen, vielleicht auch die eine oder andere Geschichte, die im Video keinen Platz hatte, weil das ist ja schon eines der längsten Videos, was wir je gemacht haben. Und verkostet ein paar nette Weine dazu. Jawohl. Und ich glaube, auf den Rosé haben wir uns am allermeisten gefreut. Die anderen Sachen logischerweise auch. Wir haben ja ein Rotweinglas getan. Vielleicht, gut, also falls ihr euch fragt, welches Glas bei dem Rosé, glaube ich, Rotweinglas, oder? Ja, es liegt nicht daran, dass unser Wein so wahnsinnig kalt ist und im Rotweinglas einfach viel mehr Temperatur bekommt. Ich glaube, das ist einfach von der Struktur des Weines, der perfektes Glas ist. Einfach ein bisschen größer, ein größeres Glas, egal was ihr da zu Hause habt. Nicht das kleine Rieslingglas. Ich glaube, das braucht einfach ein bisschen Platz. Ja, und in der Zwischenzeit erzählen wir mal ganz kurz, was wir über den Wein wissen, ohne ihn probiert zu haben. Er kommt aus La Aguilera, das ist in der Provinz Burgos. Ich habe eine Karte dabei, juhu. Sieht dir der helfen, Felix? Nee, das kriegen wir so hin. Außer, das kann ich, man das so sehen kann. Also. Das ist hier, sag mal, das ist die Straße nach Madrid, die sozusagen das Gebiet in zwei Hälften teilt. Dieser Teil ist der sehr hochgelegene, das geht so von 800 bis dann 1000 irgendwas. Und hier geht es runter 800 bis 700 und teilweise in Seitentälern auch ein bisschen darunter. In dieser Provinz wird der meiste Wein angebaut in Burgos. Und das ist also erstmal ist unauffällig, sozusagen mittelmäßig hoch, das Ganze. Was ist denn noch? Es ist kein klassischer Rosé, das hatten wir schon in dem Video kurz gesagt. Es ist erlaubt, Rot- und Weißwein zu mischen in der DOC, DOCG, DOCA, falsches Land. Und das wird ja auch gemacht. Es sind vier Rebsorten, es sind drei rote, Garnacha, Bobal und dann Tempranillo. Tempranillo natürlich wieder mal am meisten. Tempranillo hat auch die meisten Gerbstoffe, Bobal ist ein Massenträger, der vor allem auch für RTK verwendet wird. Wie heißt das? Rektifiziertes Traubenmauskonzentrat. Traubenmauskonzentrat. Also sehr etwas, ausgeschlafen. Etwas, was man zum Süßen von Wein benutzt oder zum Aufsüßen von Most
statt Zucker. Und wenn er als Wein gemacht wird, wird er meist auch nur als Rosé gemacht. Es könnte also durchaus sein, dass hier sogar Rot, Weiß und Rosé gemischt wurden. Und als Weißwein Albio, die Sorte, die im Gebiet am meisten verbreitet ist, die hier sicherlich für die Säure sorgen würde. Er riecht mittellos nach Holz. Das ist nicht so schlimm. Nee. Also eher sehr fruchtig, oder? Also ja. Er hat schon ganz, ganz viel Frucht in der Nase. Und auch wenn wir jetzt gerade nicht unbedingt eine Rosé-Zeit haben, ist das ein Rosé, den man wahrscheinlich sogar aktuell gut. Wir hatten ja ein bisschen was über Speisen gesagt. Ich fand es sehr lustig, dass ich habe das erst hinterher gesehen, ich habe das nochmal auf die Webseite geguckt, dass auch der Händler fiel ihn zu asiatischen. Und er hat mir gesagt, ein Linsenau. Oh, hallo. Da ist mal ordentlich Ballett dahinter, würde ich sagen. Das ist immer ein Wein, wo ich sage, hat man Maul voll Wein, oder? Mhm. Bist du wahrscheinlich auf der Sommerterrasse ein bisschen überfordert mit, aber ich glaube, gerade aktuell ist es extrem schön. Wow. Das wegen der vielen Beschwerden spucken wir heute übrigens nicht. Spuckis, aber nur für die Reste. Und außerdem ist erst Advent, schön, einen ersten Advent. Wir haben extra eine Kerze angezündet. Und wir dürfen natürlich auch verkosten. Das würde ich jetzt aber ehrlicherweise nicht wegspucken wollen. Das ist gut. Also die Idee ist tatsächlich aus dem Rotwein, aus dem Tempranillo wirklich auch ein paar Gerbstoffe rauszuholen. Der Wein hat Gerbstoffe, das ist nicht aus dem Holz. Behauptet zumindest auch das Weingut, dass sie wirklich versucht hat, die Gerbstoffe direkt auch aus den Trauben mit rauszuholen. Und dann eben entsprechend mit Weißwein und dem Bobal das wieder ein bisschen zu treffen. Die Frische ist da, das Holz ist aromatisch, finde ich auch sehr gut eingebunden. 17 Monate ist ja nicht gerade wenig für ein Rosé. So. Ihr dürft natürlich gerne Fragen stellen. Ich habe das gerade mal auch entsprechend angemerkt, wenn Fragen sind, bitte unbedingt. Anmerkungen, Ideen, Verkostungsmittel. Also wir haben auch Kalk im Boden, habe ich gerade gelesen. Das finde ich, also diese Frische, die man dem Kalk immer nachsagt, vielleicht ist es auch das mit dabei. Ich finde den Aufschluss an. Ja, ich weiß immer gar nicht, ob man, wenn so viele Rebsorten zusammenkommen, eine Mineralität irgendwo finden kann. Da bin ich eher immer so ein bisschen zurückhaltend. Mhm. Aber unumstritten ist das ein extrem gut gemachter Rosé. Wow. Schön. Was haben wir denn da in der Nase? Ich kann das gar nicht so richtig zuordnen. Das sind schon so... Ein bisschen Himbeere. Ja, süße rote Früchte. Genau, das würde ich auch sagen. Wenn man das in der Nase hat, dann ist man wahrscheinlich ein bisschen überrascht, was da so hinten rauskommt, oder? Ja, vor allem stell dir mal vor, du kriegst den schwarzen Glas. Ja gut, dann weißt du nicht, ob du auch weiß oder rot tippen sollst, ja. Wahrscheinlich. Gerade. Wenn du dann noch mit der Temperatur irgendwie ein bisschen nach oben gehst, dann sagen die Hälfte der Leute rot. Holz, rote Früchte, aber dann denkst du, die Säure, wo kommt die Säure her? Ja, bist du definitiv, also Rosé ist eh schwer mit dem schwarzen Glas, glaube ich. Wenn ihr eine Meinung zu dem Wein habt, dann lasst uns die unbedingt wissen. Wir haben da großes Interesse daran zu hören, weil ich glaube, für viele ist es der erste 25 Euro Rosé. Mhm. Also ich sage jetzt auch, ich habe in meinem Leben keine 20 Rosés getrunken in der 25 Plus Liga. Also ich habe zwar mehr als 20 Mal, aber ich war dann die gleiche. Also Ja, das stimmt. Auch bei uns im Sortiment hier sind die Roséweine deutlich, deutlich drunter. Meistens auf jeden Fall. Wir haben schon so ein paar Knaller auch. Da ist man nicht sehr hoch. Also. Mhm. Ich bin jetzt gerade mal auf YouTube und hier sind alle happy. Alles ist okay, alles funktioniert, aber es gibt keine Fragen aktuell. Schön. Und Malte sagt, das ist ein tatsächlich anderer Rosé. Finden wir auch immer, glaube ich, immer einstimmig. Liebe Grüße an die Berliner, die hier gerade so fleißig mitschreiben. Liebe Grüße an alle. Schön. Und ganz bald verkosten wir auch wieder hier im Planet Wein. Für die nächsten zwei Weine haben wir uns eine Kleinigkeit ausgedacht. Ihr könnt das wahrscheinlich so schnell zu Hause nicht organisieren, aber wir haben das gerade eben beschlossen. Wir schenken nicht jedes Mal ein. Wir machen erstmal. Das ist also dann entsprechend. Muss ich schon die Augen zuhalten? Nein, noch nicht. Okay. Wir machen weiter mit dem Torremoran und mit dem Finca Rosso. Der Finca Rosso hat 4 Monate im Barrique verbracht.
Wir haben darüber gesprochen in dem Video, dass das sehr häufig der Fall ist bei den einfachen, also so einfach sind die nicht, bei den Cosechas, dass die Weine nicht komplett starting sind. Das gibt es auch sehr oft. Das sind die beiden typischen Vertreter sozusagen der Basis. Und das Spannende ist, bei einem Weißwein weiß man sofort, ob der mit neuem Holz war oder nicht. Merkt man das eigentlich auch bei einem Rotwein? Wir wollen beide das mal ausprobieren. Wir fangen jetzt mal damit an, das von dir gesehen rechts. So, darauf achten wir sich gleich. Wir werden nämlich gleich ein bisschen eine Blindverkostung verwandeln. Das ist ein Tropfen. Wenn wir sie parallel verkosten und Anja macht gleich die Augen zu und ich bringe ihre Gläser durcheinander und sie macht das gleich wieder bei mir. Siehst du, jetzt wird es. Genau. So, und damit ich dann hinterher auch noch weiß, welches ist, kommt dieses Accessoire jetzt zum Einsatz. Ich nehme jetzt also einen gelben Krümpel und mache den um das Glas von, guck nicht, von diesem Wein. Und jetzt macht sie das gleiche bei mir. Die ganzen, oh, Felix, rosa steht hier bestimmt gesehen. Ja, super. So, und ich mache, warte, was ist bei dir? Warte, gib mir mal kurz deine Instruktion, links oder rechts ist was? Und bei mir ist auch rechts ist der Besser. So. Okay, alles klar. Also ich mache das Bäpsele um... Halt, stopp, rechts ist der, nein, Entschuldigung, links ist der Besser. So. Links ist der Besser. So. Also, kannst du nochmal gucken, Felix? Ist das ja. Links bei dir? Ja, genau. Okay. Okay, dann mach mal den Augen zu, genau. Ich mache dies. Rosa Bäpsele um diesen Wein und ich würde das gerne noch ein bisschen so. Gut. So. Ist auch große Teil. Was brauchst du? Das Plastikteil. Kleiner Tipp so, ne, für Corona. Mache ich jetzt im Moment bei mir auch, wenn ein oder zwei Leute da sind zum Verkosten. Sensationell, machst du drum, damit nicht auszusehen, um die Gläser vertauscht, wenn du dann gerade losgehst und dann. Kostet 5 Euro oder so. So, fangen wir mal an, ne? Okay, ich fange mal mit dem Bachelor an. Ja, Stans. Voll? Ihr könnt das logischerweise hintereinander verpusten. Oder nehmen wir mal, wie ihr wollt. Ziemlich typisch, beide. Ja. Sehr. Der hat aber so ein bisschen was Gemüsiges, so der eine. Also Gemüse, es klingt so negativ, aber vegetabil, das ist ja unser Lieblingswort, vegetabil. Mhm. Ihr müsst ihr sonst nur fast nacheinander verkosten, aber ein zweites Glas hat ja wahrscheinlich jeder, dann können sie noch parallel verkosten. Okay. Und wenn ihr euch die nicht gegenseitig sozusagen verblinden könnt, dann müsst ihr halt einfach ganz ehrlich sein und sagen, schmecke ich jetzt Holz oder schmecke ich jetzt kein Holz? Ja, das stimmt. Also die Unterschiedlichkeit ist deutlich zu spüren. Mhm. Aber erstmal, wir reden hier ja über zwei Weine, die, ich glaube, 7 und 8 Euro kosten. Das ist schon sehr stark, finde ich. Von der Assistenz bräuchten wir die Weine allerdings jetzt wieder zurück. Na? Das ist schon. Dankeschön. Sind die eigentlich beide auf dem gleichen 19er, oder? Sind das beides 19er? 19 und. 19. Tja, was können wir sonst noch über die Weine sagen? Ganz kurz mal schnell schauen. Das heißt, du aus Emilio Moro? Ja, Emilio Moro ist in. Was ist denn? Achtung, nur guck mal, das liegt.
Eiskeller mit Rohr. Ich kann ja viel. Und das ist hier, das ist der Ort. Das ist also hier in diesem Bereich, wo diese schöne Burg ist, die man immer auf den Fotos sieht, wenn man das Gebiet irgendwie bei Google sucht oder sowas und die Fotos sich anschaut. Und Torremoron ist ja ein Quintanaman Virgo. Burgos, das ist wieder, das ist hier oben, das ist ja genau da. Also weit ab vom Fluss. Tatsächlich ist es so, dass dieses Anbaugebiet nicht unbedingt immer nur vom Fluss geprägt ist, weil tatsächlich es auf 35 Kilometer Breite rechts und links des Flusses die Reben stehen. Was haben wir noch über die Beine zu sagen? Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, alles gesagt. Außer, dass der Torremoron von bis zu 100 Jahre alten Reben stammt. Das ist für 7 Euro Wein echt ganz schön gut. Hast du eine Idee? Ja. Ja. Ich würde, also ich finde sie schon auch sehr unterschiedlich. Ich habe das Gefühl, dass mein gewechselter Wein, der ohne Holz ist, der Torremoron, wirkt mir gerade einfach von den Gerbstoffen ein bisschen zu wild. Ja. Und ich habe das Gefühl, aber das kann sich natürlich jetzt auch komplett mit 4 Monaten Holz einfach ein bisschen auch so darstellen. Also man hat ja beide Varianten. Entweder wirkt das Holz etwas milder auf die Gerbstoffe, oder es kratzt die noch ein bisschen nach oben. Also ich habe aber das Gefühl, dass mein nicht gewechseltes Glas der Figaro Salzo ist. Okay. Bei mir ist es so, dass ich am Anfang dachte, dieser leichte vegetabile Ton, der kommt vielleicht von einem Holzfassausbau. Dann aber jetzt, nachdem ich das Ganze ein bisschen geschwenkt habe, denke mein gewöpselter Wein riecht tatsächlich ein bisschen nach Holz. Und deswegen denke ich, dass bei mir auch der gewöpselte Wein der Salzo ist und der nicht gewöpselte der Stahltankwein ist. Ich bin so gespannt. Aber Tatsache ist, schmecken tue ich Holz nicht, sondern ich muss wirklich nur über Umwege, so Geruch, was könnte vom Ausbau stammen, gehen. Bei mir ist es tatsächlich so, der geböpselte Wein ist der Risalzo. Sehr gut. Und das ist in deinem Fall ebenso. Ah ja, sehr gut. Dann haben wir wieder was gelernt. Sehr gut. Jetzt würde mich aber wirklich mal interessieren, ob sich jemand mal anbietet und uns ein Feedback gibt, wie ihr diese Weine findet. Ah, Sender sagt, Serios meint, man hört uns echt schlecht. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich etwas deutlicher und noch etwas lauter sprechen. Und etwas langsamer. Vielleicht auch das, ja. Auf welchem Kanal denn? Auf YouTube auf, oder auf? YouTube, ja. Auf YouTube? Auf YouTube, ja. Okay, gut. Dann stimmt, Sven sagt es ebenso, der Ton ist nicht gut, ihr seid eventuell zu weit vom Mikro weg. Es heilt sehr stark. Ja gut, das ist, weil wir leider keine Ansteckmikros heute benutzen können. Aber vielleicht müssen wir dann auch schauen, dass wir immer in die Richtung des Mikros sprechen. Ja. Dann sollte es hoffentlich etwas besser werden. Wir können tatsächlich, weil leider Streaming mit Mikro, das ist Hightech, da müssen wir noch ein bisschen investieren. Ansonsten habe ich bis dato... auf Instagram ist der Ton okay. Das heißt, wir haben tatsächlich eher ein YouTube-Tonproblem. Das heißt, das sollten wir in den Griff kriegen, wenn wir in Richtung Mikro sprechen. Ja. Da gibt es ein kurzes Feedback, außer dass der Resalz so großartig ist. Das finden wir auch. Ja. ich finde ja tatsächlich, dass 4 Monate Holz sehr, sehr viel ausmachen. Mich überrascht das tatsächlich, wie weich das Ganze wird. Ja. Und es ist wahrscheinlich, dass die parallel vorher auch insgesamt einen oxidativen Weinausbau vornehmen und beim Edelstahl wahrscheinlich eher reduktiv arbeiten. Also beim Edelstahl, wenn man in den Edelstahl geht, dann meistens, weil man den Sauerstoff raushalten will und das dann häufig auch schon vorher tut, also bei der Presse, da kann man ja auch vieles machen, unter Schutzgas pressen oder darauf achten, wenn man umpumpt, dass es eben, wenn man nicht mit Luft in Berührung kommt, oder man kann es eben auch absichtlich mit Luft in Berührung kommen lassen und. Und meistens geht das eine mit dem anderen einher, das heißt der Winzer oder in diesem Fall der Kellermeister, weil das sind ja schon relativ große Weingüter, der Kellermeister hat einen Plan und der geht dann nicht nur mit 4 Monaten Holz, sondern auch mit allem, was dazugehört, von Presse über Maischestandzeit, über offene Vergärung etc. etc. Okay. Ja. Kommt insgesamt gut an.
Also beide, wobei die Frage von Pfiff kommt, ob der Teure Moron viel Säure hat. Fehlt ihm einfach so ein bisschen das Runde. Vielleicht ist deswegen die Säure und auch der Gerbstoff etwas dominanter. Das würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er mehr Säure hat als der Risalzo. Er wirkt nur vielleicht so die Punkte. Also man muss dazu sagen, dass die Weine in Ribera ganz oft eingestellt werden. Es wird also aufgesäuert. Das ist ganz klassisch in ganz Spanien beim Tempranillo oft der Fall, weil natürlich, wir haben ja über die Temperatur gesprochen, die Tag-Nacht-Schwankungen helfen, dass eine ordentliche Säure dabei bleibt. Oft wird aber trotzdem nochmal wenigstens in warmen Jahren automatisch nachgearbeitet. Ich glaube hier auch eher, dass es tatsächlich, ich kann am besten mit einem Weißweinbeispiel antworten. Also du hast mir so ein Spiel von Süße und Säure, weil der Wein ja auch sehr mehr auf der Frucht arbeitet und der andere etwas offener ist, etwas bisschen mehr Gerbstoff vielleicht vom Holz hat, bisschen oxidativer ausgebaut, also ein bisschen runder und weicher ausgebaut ist und dieser zusätzlichen etwas breiteren Schultern sozusagen die Säure wahrscheinlich ganz gut abpuffern, während der andere mit seiner etwas strahlenderen Frucht der Säure, glaube ich, einfach die bessere Bühne bietet, sodass die Weine wahrscheinlich, selbst wenn sie exakt auf die Nachkommastelle die gleiche Säure hätten, könnte ich mir vorstellen, dass der Stahltank ausgebaute automatisch ein bisschen lebendiger oder frischer wirkt und das wirkt dann wie ein bisschen mehr Säure. Ja. Der andere wirkt so ein bisschen gediegener, würde ich sagen. Gediegen ist ein gutes Wort. Der Samen meint, die sind beide wohl etwas schwach auf der Brust für ein Tempranillo. Ich glaube, dass natürlich Tempranillo, wir werden es gleich nochmal beim Creanza probieren, mit mehr Holz natürlich auch viel mehr Wumms hat. Und das sind aber zwei, finde ich, sehr, sehr typische Beispiele für Tempranillo, für die Rebsorte. Ich würde sie wiedererkennen. Also von daher, es geht, glaube ich, manchmal nicht immer darum, ob der richtig Wumms hat, sondern es geht oft auch einfach darum, dass er in die Situation passt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der Toro Moron ein Wein ist, den man sehr gut in den Sommermonaten einsetzen kann. Wir haben ganz oft die Frage auch, ich würde nicht so gern was mit Holz haben, weil das macht mich immer ganz schön schnell müde und es ist mir ein bisschen viel. Da glaube ich, passt der wunderbar rein. Und mit ein bisschen Holz, der Risalzo von Emilio Moro, auch schon durchaus ein sehr, sehr guter Essensbegleiter für abends mal was Gescheites. Wir kochen ja gerade viel. Ich glaube auch, dass der Stahltankwein mit 14,5 Alkohol natürlich auch mit ein bisschen Luft noch ein bisschen Bums entwickeln wird. Ja. Aber auch von der ganzen Anmutung, von der Verpackung etc. und einem Preis für 7 Euro von Leuten gekauft wird, die auch vielleicht den Wein in etwas größeren Schlucken trinken, sagen wir es mal so. Und ich finde, er hat Zug und das zeichnet ihn aus. Das ist richtig schwach auf der Brust, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Mein Beuteschema ist das durchaus. Ich mag es ganz gerne, wenn es ein bisschen nach vorne geht und nicht so sehr nach in die Backen, sozusagen. Ja. Wollen wir weitermachen? Machen wir. Der nächste. Darf ich dir mal kurz die Flasche hinstellen? Dann kann ich kurz die Karte hier. Jetzt sind wir ein paar Kilometer östlich von Valladolid. Jetzt sind wir. Jetzt sind wir im tiefsten Teil, die Instas kriegen mich sonst nicht mit, im tiefsten Teil, also ganz an der westlichen Grenze des Gebietes. Über den Wein können wir sagen, 100% Tempranillo. 100% Tempranillo in diesem Jahr. Das kann auch manchmal anders sein, das ist tatsächlich, wie wir vorhin in der Vorbesprechung mitbekommen haben, auch tatsächlich gar nicht so unwichtig, mal immer mal reinzuschauen, wie sich der Jahrgang tatsächlich zusammensetzt. In diesem Jahr ist es 100% Tempranillo. Kann auch manchmal so ein bisschen Merlot und Cabernet, hatten wir auch schon mal in anderen Jahren dabei sein. Wir haben 100% Tempranillo. Und wenn wir das nicht nochmal nach doppelt gecheckt hätten, also weil im Web steht mit Cab und Merlot, auf dem Rückenetikett steht 100% Tempranillo, und riechen tut er wie mit ein bisschen Caponello. Ich hätte das jetzt mit im Brustton der Überzeugung, hätte ich euch jetzt hier erzählt. Man riecht ja auch nicht. Gott sei Dank saß ich hier auf diesem Platz schon eine ganze Weile und sehe die Rückenetiketten. Das geht zwar auch schon nicht mehr so gut, aber von der Weite sehe ich dann auch, wenn Felix mir
Dinge erzählt, glaube ich ihm das sehr, sehr häufig. Aber in der Tat muss ich ihn dann unterbrechen und sagen, nee, hier steht echt was anderes. Also vielleicht recherchieren wir das nochmal. Und dann haben wir festgestellt, ja, anderer Jahrgang, tatsächlich andere Zusammensetzung. 100% Tempranillo. Und das Interessante an diesem Wein ist, und das haben wir tatsächlich so ein bisschen versäumt im Video zu sagen, wir haben hier 90% französische Eiche, 10% amerikanische Eiche. Ich glaube, es gibt in ganz Europa kein Gebiet, in dem so viel französische Eiche, amerikanische Eiche verwendet wird wie im Ribera del Duero. Es ist eine Spezialität da und die beiden anderen Weine, die wir haben von Pesquera und Condado de Asa, sind auch dann 100% amerikanische Eiche. Und Sie haben jetzt die Crianza, die erste von den drei, 12 Monate fast. Das Ganze sollte immer noch ein Jahr in der Flasche reifen, bevor es in den Handel kommt. Und man kann schon auch immer sagen, dass die Weine, wenn sie kommen, wenn sie bei uns im Handel stehen, auch trinkig sind. Also das kannst du trinken. Das ist jetzt nicht, wo du jetzt sagen musst, würde ich nochmal in den Keller legen, pack das nochmal weg, kannst du machen. Aber das kann sich auch jetzt schon sehen lassen. Das hat ordentlich viel Temperament, finde ich. Ja. Oder? Findest du nicht auch? Ja. Also es gibt ja so eine Theorie, dass man Weine mit viel Tannin dann immer erstmal im Keller legt. Ich bin jetzt so unüblich, dass ich in die Richtung rede, obwohl ich eigentlich dir antworte, aber wegen der Akustik. Und sozusagen darauf wartet, dass die Tannine so ein bisschen abschmelzen. Also wenn man Ribera trinkt, dann will man in der Regel auch Tannin. Also sonst kann ich halt was anderes trinken. Und ich habe gestern zum Beispiel einen 17er Pesquera getrunken, so als Beispiel. Und da merkst du schon, ja, jedes Jahr wird das ein bisschen weicher und so, aber du willst es gar nicht ganz weich und es soll ruhig ein bisschen Gerbstoff haben. Und hier hast du natürlich, das ist schon ausladend, das ist wahrscheinlich der Bums, wer gesagt hat, ist ein bisschen schwach. Der Saarabend, da kann es gleich mal, kurz, lieben Gruß in die Runde, die sitzen wahrscheinlich gar nicht so weit weg von Planet Wein. Kurz mal ein Feedback, was die Runde dazu sagt. Da ist ja viel mehr Opulenz und Kraft dahinter. Das dürfte wahrscheinlich auch deinen Geschmack oder euren Geschmack eher treffen als die zwei der vorherigen. Kurz mal ein Feedback, freuen wir uns drüber. Also hallo Ferdinand, Helle. Das ist nicht austrocknend, aber es hat Grip. Ne? Also es macht schon. Wie so schön heißt, es macht die Zunge ein bisschen pelzig, aber es hört dann irgendwann auch wieder auf. Es ist nicht so, dass du denkst, so jetzt muss ich dringend Wasser trinken, weil es alles ausgetrocknet ist, also, sondern es ist gut auskleidend. Gerbstoff, dreifaches Ausrufezeichen. Okay, also die Berliner Runde in diese Richtung, also in Richtung Kreuzberg, mag offensichtlich Gerbstoff, aber da findet man natürlich beim Tempranillo immer eine sehr, 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 sehr gute Rebsorte. Also da hast du immer Gerbstoff, geht gar nicht ohne. Ja. Warum macht man jetzt amerikanische, warum macht man französische Eiche? Brauchen wir keine ganze Folge drüber zu machen, man macht das nochmal in einer regulären, in einem regulären. Man sagt, dass die französische Eiche etwas mehr Holzgeschmack gibt und die amerikanische Eiche ein bisschen Vanille dazu fügt. Es ist auch süßer. Ja. Also die amerikanische Eiche ist ganz oft wirklich süßer. Und es ist auch tatsächlich so, dass sie, glaube ich, 5-mal mehr Vanillin enthält. Eichenholz enthält tatsächlich Vanillin. Das ist keine Einbildung. Haben wir, glaube ich, in einer Aromafolge vor 5 Jahren oder sowas schon mal drüber gesprochen, dass etliche dieser Aromen tatsächlich da drin sind. Und ja, man macht das im Zweifelsfall, weil die Weine werden etwas weicher, sie werden etwas süßer, sie werden etwas vanilliger. Und wenn man jetzt eben 90-10 macht, dann in der Regel genau deswegen, weil man diesen kleinen Touch da drin haben will. Wobei mit 90-10 ist noch nicht so viel gesagt, einfach deswegen, weil du nicht weißt, was ist neu, was ist alt. In dieser Preisklasse ist häufig nicht 100% alles neu, sondern es wird dann auch zweit und dritt. Und wahrscheinlich sind die 10% amerikanische dann brandneu, das komplette Programm. Und bei den französischen ist ein bisschen was Gebrauchtes dabei, dann kommt so ein Geschmacksbild raus. Sehr schön. Sehr schön. Nicht auf dem Schirm, was kostet sowas, Felix? Das kostet so 14 Euro oder sowas. Also ich glaube, ich hätte es auch nicht geguckt, aber
Ich glaube, der teuerste ist der Pesquera, ja, und die anderen beiden liegen irgendwie 3 und 2 Euro drunter. Okay. Aber eine Menge Wein für unter 15 Euro? Ja. Hm. Könnte ich mich jetzt auch dran festhalten? Nein, aber nicht. Nee. Meine Prognose ist ein bisschen Luft. Wird er wahrscheinlich noch ein bisschen opulenter werden. Insofern ist es auch ganz gut, den mal ohne Luft getrunken zu haben. Also ohne Luft, ist schon klar. Wir haben ihn nicht dekantiert. Die sind ja jetzt aber mittlerweile auch schon eine Stunde offen. Also nehmen wir den. Also von Al-Azhar. Weil es in einer Erfüllung der kleinere von den beiden ist. Okay, auf Instagram scheint der Ton deutlich besser zu sein. Also für alle, die noch auf YouTube sind, vielleicht macht es Sinn, auf Insta rüber zu switchen. Das ist für die meisten gerade der bessere Ton. Das tut uns sehr leid. Tatsächlich habe ich gerade ungefähr 10 Stunden mit dem YouTube-Support daran gearbeitet, dass wir überhaupt streamen können. Beim nächsten Mal werden wir das Ganze auch noch irgendwie noch professioneller machen. Und für das professionell. Wir haben sogar ein Ribera del Duero Setup. Wir sind mit Korkenziehern dabei, wir sind mit Dropstops dabei. Wir haben echt extrem coole Weine auf dem Tisch. Ich finde, wir sind hochprofessionell und ein bisschen Ton kann man ja mal ausstellen oder den Kanal wechseln. Also ja. Ich finde, dass wir sehr professionell sind. Und für die aufgezeichnete Version können wir eventuell den Ton dann noch nacharbeiten. Aber wir reden jedenfalls noch ein bisschen lauter. Wir können ja dann später den Ton von dem Insta-Video nehmen und ihn auf das YouTube-Video drüber legen. Was ist denn Felix? Da habe ich keine Ahnung. Danke, lieber Paul. Okay. So, Condado de Asa. Es ist mir unendlich peinlich. Wir machen wirklich selten Fehler in der Weinstube. Wir erzählen selten Dinge, die nicht stimmen. Und ich würde nicht sagen, dass wir was erzählt haben, was nicht stimmt, aber es ist ein bisschen missverständlich gewesen. Die 4 Weingüter der Gruppe von Condado de Asa und Pesquera sind nicht alle im Ribera. Das ist das Problem. Also das sind die beiden Ribera-Weingüter von Alejandro Fernandez bzw. von seinen Töchtern. Die anderen beiden liegen, wenn ich es richtig erinnere, nicht, also vor allem weiß ich es, weil es ziemlich weit weg ist, das andere liegt, glaube ich, ein Stück weiter den Fluss runter. Also es gibt dann, glaube ich, nur 2. Dieser Wein stammt von einem Weinberg, damit ich nicht wieder die falsche Jahreszahl sage, 1987 gepflanzt von Alejandro Fernandez himself und seinen Leuten, logischerweise. Und zwar liegt tatsächlich direkt am Ufer des Ribera, wobei mittlerweile ist auch Condado de Asa auf 200 Hektar gewachsen. Also liegt nicht mehr alles direkt am Fluss. Jetzt sind wir wieder so ein bisschen in der Mitte, so irgendwo auf dieser Ecke. Also wenn man, wahrscheinlich spiegelt sich, wenn man sozusagen durch die Mitte fährt von Madrid hochkommt, dann ist das links, knapp links. Und ich habe Alejandro Fernandez ja mal getroffen, hat mir erzählt, und ich habe ihn mal gefragt, wie man das eigentlich macht, wenn man 4 Weingüter hat, ob man dann eigentlich sein Lieblingsweingut hat. Oder wie man es schafft, dass man allen die nötige Aufmerksamkeit gibt. Und er hat dann damals gesagt, tatsächlich ist mein Streben immer gewesen, ich möchte jeden meiner Weine jeden Tag ein bisschen besser machen. Das klingt jetzt erstmal nach Marketing, aber wenn ihr das einem 88-Jähriger erzählt, dann klingt das schon sehr glaubwürdig, und sagte, und dadurch regelt sich das von alleine, weil da gibt es dann immer mal ein Weingut, das braucht jetzt gerade ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, um diesem Ziel näher zu kommen, und andere laufen gerade in die richtige Richtung. Insofern, so hat er das dann aufgeteilt zwischen Pesquera, das ja das berühmtere wahrscheinlich ist, und auch das teurere als Condado de Asa. 18 Monate und laut Website 100% amerikanische Eiche und 100% Tempranillo. Und
Und wir müssen auch gar nicht so schnell sein, lieber Felix. Hier wird schon auf beiden Kanälen auf unser Tempo hingewiesen. Oh! Wir scheinen, also wir verkosten immer so. Das heißt, wir schaffen auch tatsächlich innerhalb von einer Stunde 16 Weine, kein Problem. Nein, natürlich nicht. Wir können sonntags und Adventssonntags gemäß natürlich das Tempo ein bisschen rausnehmen. Ich glaube, da sitzen ein paar und wissen gar nicht, wo sie sich so schnell mit den Gläsern nehmen sollen. Das heißt, wir machen es ein bisschen langsamer. Wir haben ja nur noch zwei Weine und die können wir auch wirklich genießen, finde ich gerade. Können wir mal ein bisschen drüber reden, oder? Ja, aber das ist in der Tat was ganz anderes im Glas. Ja. Oder? Also, ich hatte bis dato das Gefühl, ich bin komplett in Spanien und hatte das auch sehr deutlich im Glas. Wenn ich jetzt kann, habe ich auch Spanien im Glas, aber das ist doch ein bisschen internationaler, habe ich das Gefühl. Ist gut? Das ist eine sehr süße Frucht, ne? Sehr schön. Jetzt ist es ganz still hier bei uns gerade. Wir lassen euch jetzt Zeit zum Verkosten. Wir gehen jetzt davon aus, dass ihr zu Hause sitzt und in aller Ruhe schwelgerisch damit ihr ein bisschen Zeit habt, erzähle ich vielleicht noch kurz eine Sache, die wir auch vergessen, oder nee, die haben wir nicht vergessen, die haben wir auch extra weggelassen. Ach, wir haben auch gar nicht so viel Platz immer in unseren Videos. Also wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, dass wir nicht anfangen zu labern. Und manchmal, wenn Felix und ich anfangen zu drehen, dann kommen wir schon ins Labern und würden gerne noch viel mehr erzählen natürlich. Aber dann halten wir uns doch so ein bisschen an unseren roten Faden, den wir uns natürlich auch vorher geben. Sonst würden wir das nie so kurz halten. Es gibt genügend Videos, die ellenlang sind, aber wir versuchen das ja wirklich kurz zu halten. Und von daher gibt es einfach Informationen, die kann man wunderbar nachlesen. Oder es gibt so schöne Ideen wie jetzt, dass wir in so einem Live, in so einer Live-Verkostung natürlich auch ein bisschen nachhaken und auch ergänzen. Ja, und ich war mal in Rivera, das ist ja wohl klar, sonst wäre ich ja Herrn Fernandes nicht begegnet. Der kann aber nach Berlin kommen. Ich bin so vielen Menschen in Berlin begegnet. Das stimmt. Ich kann gar nicht so viel reisen. Der war auch bestimmt schon mal hier, aber mittlerweile, glaube ich, ist er vor allem gerne zu Hause in seinem Hotel und freut sich, wenn Gäste kommen. Und wir hatten ein schönes Verkostungsprogramm und dann hat er die Liste gesehen. Der war eigentlich gar nicht eingeplant. Er kam spontan zum Essen dazu und hat die Liste gesehen und gesagt, ach nö, ich möchte gerne was anderes trinken. Und dann kamen seine Leute und sagten, aber Herr Fernandes, davon sind nur noch Magnums da. Ja, der Tag ist ja noch lang. Und dann haben wir irgendwann seltene Reservas aus Magnums getrunken. Aber das war fantastisch. Und dann hat er uns noch ein Lied beigebracht, ein spanisches Volkslied. Okay. Haben wir dann mit ihm gesungen. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, sondern ich wollte über das hier reden. Was ich damals erlebt habe, als wir da waren, Come and River Raid, eine Touristenkarte. Wenn ihr jetzt sagt, das Problem am Ribera ist, es ist relativ hochpreisig, das stimmt. Es ist aber, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, vielleicht ist es auch sinnlos, dass ich die Karte hinhalte. Das ist die Touristenkarte. Es gibt einen Wein, also oder kein Weinanbaugebiet, das ich kenne, ist so gut für Weintourismus erschlossen wie Ribera del Duero. Die haben sogar im Consejo zwei Leute sitzen, die hinter der Website River Raid, Come and River Raid ist der Slogan, die hinter der Website ribarate.com sitzen und deutschen Touristen helfen, wenn die sich ihre Route planen möchten. Die Hälfte der Weingüter im Ribera, auch einige, etliche der sehr teuren, dann fangen eben gegen einen kleinen Obolus, ist auch Touristen, dann gibt es keinen Kaufzwang, man kann die Sachen probieren. Es gibt ein paar Spots, an denen man auch im Fluss baden kann. Normalerweise ist das ein bisschen gefährlich, weil wir hatten ja schon darüber gesprochen, der ist ein bisschen reißender, aber auch das gibt es und es gibt sogar Fahrradrouten und alles Mögliche. Und die sind extrem hilfreich und auch, soweit ich mich richtig erinnere, sogar dabei, nachher die gekauften Weine irgendwie nach Deutschland zu verschiffen, weil im Zweifelsfall ist man ja mit einem Mietwagen unterwegs. Und was ich eben gelernt habe, als ich da war, ist, es gibt ein paar sehr gute Hotels und dann natürlich auch das von der Familie Fernandes, aber auch andere. Und es gibt kaum ein
Weinanbaugebiet außerhalb Deutschlands. In Deutschland ist es ja dankenswerterweise so, dass man fast jeden Winzer besuchen kann, in dem das so gut organisiert ist, dass man sich ein bisschen durch das Gebiet fährt und trinkt. Ich war nie da, aber eine ganz wichtige Information, weil viele planen ihre Reisen ja irgendwie am Laptop gerade, und wenn man weiß, da gibt es jemanden, der da auf dem Schirm hat. Also, die Information finde ich super. Gute Webseite ist auch dabei, und sonst irgendwie das auch. Also wir haben ein paar Fragen. Ich glaube, wir müssen mal kurz auf unsere Zuschauer eingehen. Jawohl. Also. Der Ton scheint offensichtlich gerade okay zu sein, und für die, wo es nicht okay ist, die sind jetzt auf Instagram gewechselt. Das Tempo haben wir auch geklärt. Und jetzt haben wir aber auch mal, die Bildqualität ist leider sehr schlecht. Wo haben wir denn das aber mal her? Liegt das an der Internetverbindung? Also gibt es noch jemanden mit einem schlechten Bild? Also ansonsten würde ich jetzt hier mit den Fragen mal weitermachen. Hier fragt jemand, ob der Wein tatsächlich auch etwas rauchig sein kann. Hast du rauchige Aromen, außer die vom Holz? Also ein bisschen kann das natürlich sein. Also ich würde sagen, das ist das Holz, oder? Denke ich auch. Also Pfiff oder Piff Puff heißt er auf YouTube. Ich glaube auch, dass das rauchige Aroma durchaus vom Holz kommen kann. Haben wir das jemals erklärt? Ja, wir haben das erklärt. Also die Holzfässer werden ausgeflammt, und das rauchige Aroma kommt tatsächlich häufig vom Holzfass. Und von daher, da ist 18 Monate Holz dabei. Ein bisschen rauchiges Aroma muss der einfach haben, sonst erklärt sich das Holz schon fast gar nicht mehr so richtig. Also ja, das kommt vom Holz, und ja, er hat etwas rauchiges Aroma. Gibt es übrigens auch ein Video zu auf Webweinschule, wie entsteht ein Holzfass? Haben wir das mal gezeigt. Und wenn man dann Weißweine macht, gibt es manchmal Winzer, die das vorher mit Wasserdampf ausdämpfen sozusagen, damit dann der Rauch nicht ganz so intensiv ist. Und wenn man das nicht tut, dann geht eine ganze Menge Rauch ins Holz. Und man kauft seine Fässer auch nach dem Toasting gerade. Also man nennt das Toasting, die werden über Feuer dann getoastet. Dadurch werden sie auch etwas biegsamer, damit sie dann später, also oder so können sie erst in die richtige Form gepresst werden, gehämmert werden. Und man kann, wenn man ein Fass kauft, kann man sogar sagen, ich hätte gern Medium Toasting oder sonst was. Und gerade in Ribera hatte ich mal eine ganz interessante Begegnung mit einem Winzer, der war total besessen von Holzfässern. Der hatte zwei oder drei Küfereien, also Fassbinder. Da war er dann hingegangen zu dem Mann, der da in der Toastingstation steht sozusagen. Es gibt einmal Küferbetriebe, wo jeder mit seinem Ding immer von Station zu Station geht und drei, vier Fässer macht. Und es gibt andere, da steht an jeder Station immer der gleiche, und es wandern nur die Fässer. Und er hatte gesagt, ich gehe nur zu solchen, und dann gehe ich immer mit meinem Wein zu dem Typen an der Toasting-Station, und dann muss er mit mir Wein probieren, damit er versteht, wie das Toasting für meine Fässer sein soll. Also man kann da eine echte Wissenschaft draus machen. Und es geht schon auch direkt weiter. Bei Weißwein redet man oft über Restzucker, bei Rotwein nicht. Doch, das tut man schon. Ja. Wir haben so eine Folge gemacht, da haben wir über ganz viel Restzucker bei Rotwein gesprochen. Das geht um den Granit. Es ging um den Granit, es geht um. Es geht um Primitivo. Nein, Quatsch. In der Tat spricht man doch auch bei Rotwein über Restzucker. In dem Fall kann man aber natürlich oftmals auch verschiedene Parameter zusammenführen. Alkohol, Holzfass, und dann schmeckt das Ganze oft auch süß. Holz schmeckt süß, Alkohol kann auch süß schmecken. Ja, also genau, schmeckt auch süß. Auch süß, genau. Von daher würde ich jetzt hier keinen Restzucker, ja. Restzucker vermuten. Deshalb lassen wir das beim Rotwein einfach oft weg, ja. Weil wir einfach andere Parameter haben, an die wir das klammern. Und in dem Fall klammern wir es jetzt an Holz, amerikanisches Holz sogar, und eben auch. Und noch was anderes. 15 Volumenprozent, lass mich ganz kurz. Ja. 15 Volumenprozent werden angemerkt. Ja, Rui, stimmt, das ist ganz schön viel. Schmeckt man nicht, das stimmt auch. Ich finde auch nicht, dass man den Alkohol intensiv verspürt, außer wenn man die Flasche ausfällt. Das würde ich jetzt gerne, aber das machen wir nicht, weil wir noch einen wunderbaren Wein auf dem Tisch haben. Aber Alkohol ist tatsächlich auch süß. Es schmeckt süß. Und es gibt noch einen Faktor bei diesem Wein: wenn ihr den Wein schwenkt, gegen das Licht haltet,
dann sehen wir diese berühmten Kirchenfenster, die in der Regel darauf hindeuten, dass der Wein eine gewisse Portion Glycerin enthält. Glycerin ist auch ein Alkohol, ein Fuselalkohol, ich mag dieses Wort. Glycerin ist auch ein Alkohol von Kindern. Und Glycerin ist sehr süß. Ich weiß nicht, wer von euch Glycerin im Haushalt hat. Ich habe das tatsächlich zu Hause, weil man damit Gummi einschmieren kann. Gerade so die, was ich von der Autotür das Gummi einschmieren kann, damit die Tür nicht zufrieren. Das macht man in der Regel, indem man da Glycerin drüber schmiert. Kann man in jeder Apotheke kaufen, ist ungiftig. Ich weiß nicht, ob man es jetzt ächzen sollte, literweise, aber kann man Finger reinhalten und mal dran schlecken, habe ich logischerweise gemacht, als ich angefangen habe, mich für Wein zu interessieren. Schmeckt extrem süß, ist hier drin, ist aber kein Zucker. Okay, das sind, glaube ich, aktuell die wichtigsten Fragen, außer dass wir noch nicht ganz genau wissen, wann wir die nächste Weinverkostung machen und dass ihr uns sehr dafür schätzt, dass wir auch normalpreisige Weine verkosten und nicht nur Weine zwischen 30, 40 und 50 aufwärts. Das ist hier übrigens auch nicht der, das ist nicht der Blindflug, sondern das ist die Wertfalsche. Ja, aber klar, die Spitze und, nicht verwechseln. In unserem Planet Weinregal stehen ganz viele Weine in genau diesem Preisniveau und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil es ist das Preisniveau, was am häufigsten gekauft wird und was verzehrt wird. Also wir verkaufen ganz viel Trinkwein und wir trinken Weine und von daher machen wir das sehr, 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 sehr gerne auch an diesem Preisniveau. Wir schätzen auch die anderen, aber die trinken wir natürlich nicht immer. Warum auch? Also im vorletzten Blindflug war übrigens ein Wein für 11 Euro, wollte ich nur mal anmerken. Und die jetzt gar nicht wissen, worüber wir reden, Blindflug ist das Podcast, das ich produziere neben der Webweinschule, obwohl man ja eigentlich keine Götter haben sollen neben Anja, aber ich mache noch Podcast über Wein und da wird auch manchmal teurer Wein verkostet. Ja. Gut. Wollen wir den nächsten Wein machen? Wir machen mal den nächsten, genau. Wir sind auch, also ich habe mein Weinglas auch schon fast ausgetrunken. Das hat mir gut geschmeckt. Ja. Das hat mir gut geschmeckt, obwohl ich ganz selten solche Weine trinke, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, warum trinke ich das selten, müsste ich vielleicht erklären. Ich bin großer Pinot-Fan und von daher habe ich meistens Pinot und Riesling im Glas, aber wenn ich sowas mal ins Glas kriege, wie man mal sieht, dann schwuppdiwupp ist das Glas schon leer, schmeckt man gut. Mag oh nein! Nein! Ja, komm. Leider ja. Oh, ist das traurig. Oh nein. Und wir haben leider keine Konterflasche. Wir hätten eine gehabt, aber die steht bei mir zu Hause, weil ich sie ja abgefilmt habe fürs Video. Dann verkosten wir das mal um den Kork herum. Mach das bitte nicht zu Hause nach. Ich habe vorhin tatsächlich den Kork hier in die Seite gelegt und habe mir noch gedacht, nee, das ist ja gar nicht das. Das ist er. Aber das ist ganz sehr, also riecht bitte mal an den Korken. Also gar nicht, genau. Das ist total interessant. Ich hatte beim Rausziehen das Gefühl, ich habe ihn nicht verkostet, weil wir ihn ja hier verkosten wollen. Aber als ich ihn rausgezogen habe, hatte ich das Gefühl, das könnte ein Kork sein. Ich hatte noch eine ganz kleine Sekunde als Gedanken, was machen wir eigentlich, wenn wir einen Korkwein dabei haben. Den habe ich dann weggeschoben, weil der Korken dann nicht mehr nach. Ach, schade. Mein Respekt, da kannst du nicht noch vorbei. Aber eine sensationelle Chance. Ihr müsst den jetzt für uns verkosten. Oh, ja. Ihr müsst uns jetzt erzählen, wie er funktioniert. Ich kann das ein bisschen anreichern, weil ich gestern den 17er getrunken habe. Und deswegen noch aus dem Gedächtnis mir ungefähr vorstellen kann, was uns jetzt wahrscheinlich erwarten würde. Freiwillige vor. Oh ja, da bin ich aber gespannt jetzt. Ich gucke mir das mal an, was hier an Kommentare kommt. Jetzt sind wir echt an eure Kommentare gebunden hier. Das gibt's ja gar nicht. Ja, die müsst ihr jetzt bitte für uns verkosten. Okay, vielleicht in der Zeit, wo ihr verkostet und uns eine Information gebt, würde ich hier nochmal den ein oder anderen Kommentar dazugeben. Der Rat gefehlt, der heute fehlt, der nicht, aber manchmal schon. Wenn es um teure Weine geht, fehlt er, aber heute geht es ja ums Riviera del Ebro oder um Spanien. Und da kann man durchaus extrem hochwertige Weine zu einem sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen. Außerdem trinkt ja keine Spanier, wenn sie nicht aus dem Prio-Art sind. Das stimmt, ja. Das stimmt. Da fällt mir ein, ich habe vom Sascha immer noch was im Regal. Stimmt, es ist aus dem Prio-Art, oder Paul? Es ist aus dem Prio-Art, na klar. Und der trinkt nichts anderes. Aber die Frage ist, gibt es einen Unterschied zwischen hiesigem
amerikanischem Holz im Aromenprofil, weil Anja das extra erwähnt hat. Ja, das amerikanische, also das hiesige Holz wäre ja wahrscheinlich dann Pfälzereiche. Das ist echt ein Holz, was gar nicht so lange verwendet wird. Also lange Zeit galt die französische Eiche und die amerikanische Eiche, dann kam noch ein bisschen slowenische Eiche dazu. Slavonische Eiche. Es gab lange Zeit nur Frankreich, Amerika und die Slowenen. Und jetzt mittlerweile gibt es auch schon deutsche, also die Pfälzereiche, ich weiß gar nicht, gibt es die noch aus anderen Ecken? Ich glaube, aktuell wirklich wird die Pfälzereiche immer hoch und runter Was in Rivera auch noch mir das erste Mal begegnet ist und seitdem noch öfter ist, Karpateneiche. Also Rumänien und Weißrussland ist es, glaube ich, oder so, wird auch extrem. Dazu kommt, dass mehr und mehr auch mal Kastanie dazwischen benutzt wird, auch ganz gerne. Als Fass. Das habe ich auch schon mit, ja. Also die Welt ist da deutlich bunter geworden. Ja. Und der Unterschied, und das ist die Frage, der Unterschied ist natürlich tatsächlich, schmeckt man das? Ja, man schmeckt es. Man schmeckt wirklich die unterschiedlichen Eichensorten und auch zwischen dem hiesigen Holz und der amerikanischen Eiche ist ein großer Unterschied. Und der Andreas Göpfer schreibt gerade Spessart und Steigenwald. Ja, Spessart gibt es auch bei mir auf dem Blog eine Geschichte über 200 Jahre alten Eichen, die der Rudolf May fällen durfte für seine Ausstellung. Eine Sache haben wir gesagt, die amerikanische Eiche ist botanisch ein völlig anderer Baum als die Eichen, über die wir hier reden. Das ist tatsächlich, das Holz ist viel, ich glaube, sieht auch äußerlich nicht anders aus. Ich glaube, dass die Bezeichnung Eiche ist bei der amerikanischen Eiche etwas irreführend. Sie hat mit unserem Baum, soweit ich weiß, sehr wenig zu tun, während unsere Eichen, Spessart, Karpaten, bla bla bla, die sind alle eher eng beieinander. Ja. Also es gibt, und das ist echt nett, vielen, vielen Dank, dass ihr da so aktiv seid gerade. Es gibt erste Verkostungsnotizen, lest die mal vor, oder? Ja. Dunkle Kirsche und Anklänge von schwarzer Johannisbeere, deutlich bis dominanter Duft nach amerikanischer Eiche, sehr vanillelastig, sagte der Römer. Vielen Dank für deine Einschätzung. Geschmack und Mundgefühl dunkelfruchtig mit klarer Holzsüße, extraktreich in Klammern und mittelkräftiger Röstung, hat leichte, rauchig, steckige Komponenten mit ganz leichter Bitternote. Danke an der Römer. Ich bin gerade auf YouTube und lese hier kurz mal. Ich hatte Malte sagt, er hätte nicht gedacht, dass der 2018er schon sehr ausgewogen und weich ist. Das freut uns natürlich. Ich switche jetzt mal rüber auf Insta. Die Idee ist in der Nase. Der Saarland aus der Berliner Mitte sagt, in der Nase viel mehr gedüsteltes Holz, mehr Frucht und Gerbstoff im Mund. Das Spiel ist gut, sonst sehr typisch für Duerung. Und ich gucke mal ein bisschen nach oben, ob es noch mehr. Nee, aktuell gibt es gar nicht mehr. Wir freuen uns natürlich, wenn es noch viel mehr Ideen gibt. noch viel mehr Ideen gibt, wie der Wein sich so darstellt. Aber viel mehr gibt es gerade gar nicht. Kommt bestimmt noch was. Ich scroll mal zurück. Nee, aktuell nicht. Aber wir freuen uns natürlich, wenn noch jemand mitschreibt. Wir sind hier im Planet Wein mit einem leicht cockigen Wein. Ist gar nicht so leicht cockig. Den anderen nochmal eingeschenkt für den Wein. Nein, sehen wir. Also in meinen Grundseminaren oder Basisseminaren bin ich immer froh um ein solches Beispiel. Ja, ich bin ja auch ganz froh, dass wir auf die Art und Weise wenigstens ein bisschen auch noch Feedback kriegen. Ja, das ist leider so böse. Da kann man auch nicht drum herum riechen. Jetzt habe ich hab den Kandare, die Hase im Glas ist. Lecker. Berlin-Zehlendorf ist begeistert und wünscht sich Tapas. Ich wünsche mir auch Tapas mit Pflaumen und Lakritz. Pflaumen und Speckmantel. Dazu. Okay. Leider kann auch die Berliner Runde hier, also jetzt brauchen wir wirklich nochmal den einen oder anderen Kommentar hier. Ansonsten haben wir, glaube ich, den Wein grundsätzlich beschrieben, dass Kera ist halt auch ein Klassiker, den kann man sich immer mal wieder nachkaufen. Das müssen wir mal in aller Ruhe auch nachverkosten wahrscheinlich.
Ja, einen habe ich noch zu Hause. Ist natürlich auch der mit seiner Reserva. Also in meiner Generation sozusagen war der erste große Spanier, den man getrunken hat, irgendwie der Reserva von Pesquera, weil, kann man in diesem Fall auch nicht sagen, weil Mövenpick halt zum Beispiel den wirklich auch gepusht hat und noch zwei, drei andere Händler, für die ist das ein großer Markt, Deutschland, für die Gruppe, die sind hier sehr präsent und machen da auch einen wirklich guten Job, weil wir nicht vergessen dürfen, das ist ja auch im Gebiet vom Preis-Leistungs-Verhältnis ja immer noch sehr, sehr gut, obwohl da die Crianza irgendwo bei 18, 19 Euro liegt und die Reserva bei, ich weiß nicht was, 30, ja, und die Grand-Reserva bei 38 oder sowas. Und dann machen die noch ein, zwei Millennium, heißt glaube ich der große von denen. Das geht dann auch sehr schnell sehr weit. Aber es ist immer noch im Vergleich relativ preisgünstig, weil dieses Gebiet halt eine klare Struktur oder ein klares Image hat. Und das haben viele andere Gebiete nicht. Man weiß sehr genau, was man sich vorzustellen hat unter einem Ribera del Duero. Und ich hoffe, genau das ist heute auch rübergekommen, auch wenn unser sechster Wein ausgefallen ist von unserer Seite. Ihr hattet ja zum Glück einen nicht korkenden. Und ich glaube, dass es auch ein sehr gutes Beispiel ist, mit ein bisschen französischer, mit einem Kurzeinsatz, mit dem Edelstahl. Bei denen muss man sagen, das gibt es in Deutschland, oder davon verkaufen die einen Großteil nach Deutschland, weil wir leider immer noch ein Land sind, das vor allem gerne die billigen Weine importiert und sich mit den teureren ein bisschen schwer tut. Aber wenn ihr das nächste Mal irgendwo in einem Weinhandel steht und da steht ein 8, 9 Euro Tempranillo aus Ribera del Duero, dann habt ihr eine ungefähre Vorstellung, eine klare Vorstellung, was ihr erwarten könnt. Und ich glaube, das geht hoch bis zur Crianza, bis 20 Euro. Das ist schon ein sehr gutes Abbild des Gebietes. Absolut, ja. Ich nehme noch ein paar Ideen mit rein. Es fragt natürlich jemand, ob das der Einzelfall ist. Bis dato habe ich hier nichts gesehen, dass noch jemand einen Korkwein hat. Passiert ist der Naturkork. Im besten Fall hat niemand weiter einen Korkwein. Es gibt aber weitere Ideen und jetzt bin ich gerade auf YouTube. Der Daniel Sterzing, Kaliero, wir haben keinen Kork, sondern viel Dörflaum und Vanille. Wir wünschen uns auch Tapas dazu. Das hätten wir im Vorfeld mal klären sollen. Wir hätten vielleicht auch einen Tapas-Lieferservice hier irgendwie organisiert. Es sind ja ein paar Berliner dabei. Der Daniel findet auch den Resalzo ist gut, aber der Pesquera gefällt einen Tick besser. Gut. Und dann kommt unser Wein des Tages, ist Pesquera. Christian Bayer schreibt das auf YouTube. Und dann gucke ich nochmal rüber auf Insta. Der Frederik, hello, hello, Berliner Runde, hi. In der Nase auf jeden Fall unter anderem ganz viel Kirsche und im Mund ganz viel Himbeer. Und da liegt sich bei uns gerade leider der Korb drüber, aber wir glauben das. Und ich glaube, wir verpassen echt einen saucoolen Wein. Ich bin ein bisschen neidisch auf euch. Ja. Aktuell kommt nicht mehr, schade. Ich habe. Wir sind fast eine Stunde dabei. Eine Stunde ist doch ein prima. Vielleicht frage ich nochmal einfach rein, ob es noch irgendwelche Fragen gibt, oder? Ja, eine letzte Fragenrunde und dann. Genau. Entlassen wir euch in den Adventsabend. Oh, was würdest du dazu kochen, Felix? Was kocht denn deine Frau heute? Was gibt es bei euch zum ersten Advent? Bei uns gibt es, weiß ich ehrlich nicht. Ich habe nicht dieses Wochenende, da ich gestern auf einmal technische Probleme mit YouTube lösen musste, durfte ich mich aus dem Prozess komplett raushalten. Also bei uns gibt es heute Abend, und ich freue mich da sehr drauf, ein Bœuf Bourguignon. Mmh. Und ich könnte mir ja vorstellen, dass ich noch den einen oder anderen guten Tempranillo dazu im Glas haben werde heute Abend. Ich glaube, es geht extrem gut. Ja. Kann man, glaube ich, insgesamt auch so in die Runde nehmen. Wir werden hier oft gefragt, was kocht man dazu, was essen wir? Fleisch. Wir haben zwar hier auch den Paul, unseren Vegetarier, dem wahrscheinlich unglaublich viel Wurzelgemüse einfallen würde, was er scharf rösten würde und so, aber ich glaube, Fleisch ist einfach ein extrem guter Begleiter dafür. Ja, oder auch alle Arten von Gemüsebratlingen, die ihre Röstaromen so aus Zwiebeln und sowas ziehen. So, ne? Ja, also so Gemüsepuffer, also wenn man die jetzt nur so mal kurz anschwenkt, ist blöd, aber wenn man die mal so richtig wie so ein Kartoffelpuffer durchbackt, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja. Und das Schöne ist, dass wir noch was von dem Rosé haben. Ja, das stimmt. Und wenn wir
wenn die Geschichte hier vorbei ist und wir gleich ganz privat sitzen, werden wir wahrscheinlich noch einen großen Schluck von diesem köstlichen Rosé trinken. Uns gar nicht weiter darüber äußern, was der Pistola oder leider gekorkt hat. Warte, ich gucke nochmal ganz kurz. Platz 2, hier werden tatsächlich schon Plätze verteilt. Also Platz 2. Ja. Sagt der Frank. Platz 2 teilen sich Pesquera und der Rosé. Und von genau Wein des Tages ist für uns der Condado di Hasa. Sagt die Berliner Runde hier irgendwo ein Stückchen weiter Richtung Kreuzberg. Cool. Ja, wunderbar. Toll, können wir total gut verstehen. Ein gutes Schlusswort. Total gut verstehen. Pesquera auch ein großer, guck mal, der Sahan sagt, Platz 1 für ihn ist der Condado di Hasa ebenso. Also offensichtlich kommt es gut an. Qualitätssteigerung wird auf jeden Fall deutlich angemerkt. Ich glaube, der Mann hat es richtig gemacht heute. Jawohl. Vielen Dank. Auf einen schönen ersten Advent für euch noch. Vergosse noch weiter, da wird sich noch viel tun im Glas. Schöne Weihnachtszeit. Habt eine gute Zeit. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.